Im Julius Hans Spiegel-Zentrum widmen wir uns, was wir immer den verdrängten Aspekt der Tanzgeschichte nennen, dass nämlich die Protagonisten des modernen Tanzes sich hauptsächlich auf außereuropäische Bewegungskulturen bezogen haben, die dann aber in der Geschichtserzählung immer rausfallen. Wir haben dazu mitten in das Theater Freiburg, hier in das ehemalige Vintra-Foyer, jetzt ein riesiges Raumhybrid reingebaut, der gleichzeitig Archiv, Aufführungsort, ein Filmclub und sozusagen hier oben ist auch so eine kleine Sofa-Lounge eingerichtet ist, in das wir internationale Choreografen eingeladen haben, sich mit diesem Aspekt der Tanzgeschichte zu beschäftigen. Das Zentrum, an dem hier gerade noch gearbeitet wird, ist die ganze Zeit offen für Zuschauer. Also es gibt sowohl eben die Performances, die jeweils am Ende der Residenzzeiten von den Choreografen gezeigt werden. Es gibt aber auch immer wieder Gesprächsformate, Filmabende. Und das Tolle ist eben, wir haben diese Archivöffnungszeiten mittwochs und samstags, wo man ins Archiv kommen kann, selber in diesen Materialien stöbern kann, den Künstlern bei der Arbeit zusehen kann. Immer eingeladen haben wir internationale Choreografen aus eben genau den Ländern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts exotisiert worden sind. Es kommt Eko Suprianto aus Indonesien, der eben sowohl in klassischem javanischen Tanz als auch in modernen Techniken ausgebildet ist. Nasira Belaza kommt aus Algerien, lebt aber auch in Frankreich und macht trotzdem noch sehr viele Projekte in Algerien. Die Künstlerin, die jetzt aktuell im Zentrum arbeitet, ist Nelisiwe Xaba aus Südafrika, die wir eingeladen haben, weil sie sich schon in mehreren Performances mit dem europäischen Bild von Schwarzen und besonders eben schwarzen Frauen auseinandergesetzt hat. I also was attracted by the fact that I will have to go back to history. You know, one never goes back to history every day of your life. So as a project, then I get to be introduced to lots of dancers, actually also that I didn't know. So I get to learn something actually.